Man kümmert sich nicht mehr darum, was später sein wird, weil man baut im Hintergrund ein neues System auf. Ich rede jetzt über die EZB und die Fed. Das ist eine Schönmalerei. Sie sind komplett elitebestimmt. Sie sind selber alle Mitglieder. Das Problem mit digitalen Zentralbankwährungen ist, dass die nichts anderes bedeuten als die totale Versklavung der Menschen. Die wissen auch selber, dass durch diese Inflation gerade, die ja angeblich nur temporär sein sollte, das ist lächerlich gewesen. Das hatte ich im März schon gesagt, das ist eine lächerliche These, ja. Liebe Zuschauer, liebe Community, ich habe hier zwei wahre Experten ihrer Gebiete. Neben mir sitzen zu meiner Linken Florian Homm, Ex-Hedgefondsmanager, Börsianer, eine wahre Börsenlegende. Du hattest eine sehr krasse Zeit, als du vom FBI gejagt wurdest. Und der Ernst hat auch den weiten Weg in Kauf genommen aus Berlin. Ernst als ehemaliger Drehbuchautor, heute Bestsellerautor und wie ich gerade erfahren habe, auch Kinderbuchautor mit deinem neuesten Buch. Ernst, schön, dass du dazugekommen bist. Ich freue mich, ich glaube, heute wird ganz spannende Energie hier entstehen. Vielleicht beginnen wir mit dir und zwar zum Thema Gesellschaft. Wo siehst du die Hauptprobleme? Kleine Einleitung für die Zuschauer, damit sie auch so ein bisschen den Zusammenhang zum Great Reset verstehen. Na, ich glaube, die größte Gefahr, in der wir zurzeit leben, besteht in der Verschmelzung der biologischen und der digitalen Sphäre, also im Transhumanismus. Also das ist das große Ziel der großen IT-Konzerne, uns alle mit der digitalen Sphäre zu verbinden. Und zwar hat das mal angefangen mit den sogenannten Wearables, das heißt so zum Beispiel Uhren oder Dinge, die man am Körper trägt, das Handy, das man hat. Und jetzt die nächste Generation soll so sein, dass uns bestimmte Dinge implantiert werden und wir auf diese Art und Weise der digitalen Sphäre unterworfen werden. Das heißt, das wäre das Ende der Selbstbestimmtheit des Menschen und darin sehe ich die absolut größte Gefahr unserer Zeit. Was Ernst angesprochen hat, ist natürlich auch gewissermaßen ein schwarzer Schwan, eine ideologisierte Gesellschaft, ob das eine grüne ist, ob das eine Mind-Control-Gesellschaft ist, ob es darum geht, die Mitglieder der Gesellschaft zu seelischen, leibeigenen, physischen und materiellen Leibeigenen zu gestalten. Das ist generell schlecht für eine wirtschaftliche Entwicklung, abgesehen für die Selbstbestimmung natürlich. Und wir haben 3, 4 Szenarien. Wir hatten 40 Jahre auf den Punkt genau einen wunderbaren Markt. Und wir laufen jetzt in Themen wie Inflation, Hyperinflation, Stagnation. Und das hat keiner auf dem Schirm gerade. Dass wenn Zinsen nur auf 2, 3% erhöht werden, dann haben wir mit Sicherheit noch dieses Jahr, Ende dieses Jahres, eine Rezession. Das Geldsystem verändert sich, Ernst. Du hast oft in deinen Videos darüber gesprochen, wir haben auch schon oft darüber gesprochen. Warum spielt das Jahr 2030 hinsichtlich dieser Veränderung so eine wichtige Rolle? Und was verändert sich eigentlich? Weil ich glaube, viele Menschen, damit lege ich nicht daneben, haben das Geldsystem gar nicht wirklich verstanden. Das Wichtigste ist, dass man das Geldsystem einigermaßen historisch einordnet. Also wir haben ja ein Geldsystem, was nicht besonders alt ist, das ist gerade mal 77 Jahre alt, also das ist in Bretton Woods 1944 mal ins Leben gerufen worden, ist um eine Währung, nämlich den US-Dollar herum aufgebaut worden, hat dann für mehrere Jahrzehnte gehalten und ist dann irgendwann abgeschafft worden. 71, 73 ist der Dollar, 71 ist er vom Gold gelöst worden, 73 sind die festen Wechselkurse aufgegeben worden. Danach haben wir die Phase der Finanzialisierung, der Deregulierung erlebt. In dieser Phase sind zuerst die Investmentbanken hochgespült worden, dann anschließend die Hedgefonds und anschließend die großen Vermögensverwalter. Also heute sind die großen Vermögensverwalter diejenigen, die den Ton angeben in der Welt. Und ganz wichtig ist zu sehen, dass dieses System 1998 das erste Mal ganz schwer auf der Kippe gestanden hat, nach dem Zusammenbruch eines Hedgefonds in den USA. Das war Long-Term Capital Management. Dann in der großen Weltfinanzkrise 2007, 2008 war das System eigentlich tot, ist dann aber künstlich am Leben erhalten worden, und zwar durch die Zentralbanken. Die Zentralbanken haben immer mehr Geld ins System reingepumpt und dieses Geld zu immer niedrigeren Zinsen vergeben. Dann ist die ganze Situation noch mal verschärft worden durch die Euro-Krise ab 2011. Da mussten dann nicht nur Banken gerettet werden, da mussten dann ganze Staaten plötzlich gerettet werden. Und dann sind wir in eine neue Phase eingetreten. Dann hat man versucht, dieses System wieder auf den alten Weg zu bringen, so zwischen 2015 und 2018. Da hat die Federal Reserve, das ist die wirklich wichtigste Zentralbank der Welt, die Zinsen ganz langsam wieder angehoben. Erst vorsichtig und dann, ich glaube, es war im Jahr 2018 etwas verschärfter.
Also da haben sie viermal um 0,25% bloß, aber immerhin um 1% in einem Jahr die Zinsen angehoben. Und das Ergebnis war ein gewaltiger Crash an den Aktienmärkten zu Weihnachten 2018. Ab diesem Zeitpunkt war klar, es gibt kein Zurück mehr. Man kümmert sich nicht mehr darum, was später sein wird, weil man baut im Hintergrund ein neues System auf. Man weiß, dieses System ist am Ende und deswegen bereitet man sich auf eine neue Ära vor. Und diese neue Ära wird unter der Ägide von vier Buchstaben stehen und das ist CBDC. Das sind digitale Zentralbankwährungen. Das ist die Zukunft. Darauf bauen die. Und das große Problem, was wir jetzt haben im Moment, ist, wir leben in einer Übergangsphase. In der Übergangsphase vom alten System in dieses neue System mit digitalen Zentralbankwährungen. Das Problem mit digitalen Zentralbankwährungen ist, dass die nichts anderes bedeuten als die totale Versklavung der Menschen über das Geld. Und das würden die Menschen nicht freiwillig akzeptieren. Man wird dieses digitale Zentralbankgeld aller Wahrscheinlichkeit nach als universelles Grundeinkommen einführen für die vielen Millionen Arbeitslosen, die jetzt geschaffen werden im Zuge der vierten industriellen Revolution. Ich denke, besser hätte man die Geldgeschichte in der Kurzform nicht beschreiben können. Eine Anschlussfrage an dich als ehemaliger Insider. Du bist immer noch gut vernetzt. Er spricht immer von, man möchte dieses System. Es wird gemacht. Ist es wirklich so deiner Meinung nach? Gibt es Mächte dahinter oder passiert das einfach? Das ist einfach richtig. Und es traut sich eigentlich ungern jemand aus dem Club, das so krass zu erzählen, dass für mich ist das einfach, ich habe einfach noch, welche Quellen hat Ernst, dass er sowas so exakt kalibrieren kann? Also es wird wahrscheinlich ein Mix sein aus Analyse und Kalibrierung, aber es ist doch glasklar, was abgeht. Im vierten Quartal hatten wir rekordverdächtige Insiderverkäufe, das ist ja nicht schwer, das nachzuvollziehen, ob das jetzt Musk war oder Bezos. Musk bei Tesla, Bezos bei Amazon und so weiter. Und das ging durch die Bank. Also es ging um das maximale Abkassieren. Also Cash aufbauen, Substanz aufbauen und abrasieren. Ja? Das ist der Elitefaktor. Man darf auch mal erwähnen, dass die 0,1% der reichsten Amerikaner, die Statistik ist sehr verlässlich, ihr Vermögen durch die Corona-Krise um 100% gesteigert haben. Wir hatten auch einen kleinen Seiteneffekt, weil ich verstehe das Spiel. Wir hatten auch auf die Corona-Krise gesetzt. Wir haben in läpperlichen 8 Wochen in unserem Portfolios 58% Rendite gemacht. Also man muss schon verstehen, wie das Spiel, das ist ein Spiel. Es ist extrem menschenunfreundlich. Es ist unvorstellbar übergriffig. Aber diese Elite ist tatsächlich, die leben aus, das ist eine Kopfgeburt, ja. Ich rede aus eigener Erfahrung. Das ist hier getrennt. Also man hat diese Gedanken, die entwickeln sich mit so einem gottähnlichen Komplex, das hieß früher mal Master of the Universe. Und sind natürlich auch in der Regel relativ gut geschult und ziehen es durch. Und dann meinen sie tatsächlich, dass sie alles besser wissen. Und du würdest sagen, diese Agenda hinsichtlich des zentralen Digitalbankgeldes, hat das auch damit zu tun, dass die Zyklen, du hast es vorhin so mal am Rande erwähnt, jetzt eben an dem Punkt sind, dass sich dieses Geldsystem verändern muss? Natürlich. Das ist auch relativ banale Mathematik, wenn die Europäische Zentralbank die Bilanz, um eigentlich sind das nur Verbindlichkeiten die von Anleihen, die sie überall akkumuliert haben, die ja Wirtschaftsleistung entspricht, dann wird es wackelig. Die wissen auch selber, dass durch diese Inflation gerade, die ja angeblich nur temporär sein sollte, das ist lächerlich gewesen, das hatte ich im März schon gesagt, das ist eine lächerliche These. Ja. Oder Frau Yellen sagt, wir werden niemals mehr eine Börsenkrise haben in unserem Leben, seitdem zwei. Also haben überhaupt seit 1913 noch keinen einzigen Börsencrash prognostiziert und noch keine einzige Wirtschaftskrise. Ich rede jetzt über die EZB und die Fed. Das ist eine Schönmalerei. Sie sind komplett elitebestimmt. Sie sind selber alle Mitglieder oder Erfüllungsgehilfen, diejenigen, die wirklich die Macht haben. Und natürlich haben wir, das nennt sich negative systemische Konvergenz, also verschiedene Faktoren, die aufeinander kommen, ob es eine Rohstoffkrise ist, eine Kriegs- oder Hotspot-Szenarien, Rohstoffe, die sehr kritisch sind, aber nicht unbedingt vorhersehbar sind in der Liefermenge, eine Umstellung in der Industrie und wir haben die grüne Ideologie und. Diese Sachen konvergieren und natürlich versucht man im Great Reset das
für seine Vorteile zu nutzen oder vielleicht auch noch Krisen zu generieren, ja, damit man noch mehr Macht hat, noch mehr Einfluss hat. Aber es hat so, so einen mittelalterlichen Beigeschmack, ja, so einen neofeudalistischen Beigeschmack. Und ich persönlich finde es nicht attraktiv, der Leibeigene eines Kurfürsten zu sein aus der digitalen finanziellen Elite. Und das sollte auch keiner wollen. Es gibt kein bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn ich Einkommen bekomme, gibt es immer Bedingungen. Was eine Schönmalerei, was eine schöne Storyline.